Jo Leute, was geht? Willkommen zum nächsten Video von Just Cause 4. Wir müssen ein Luftschiff zerstören. Machen wir es mal los. Können wir es hier direkt hier mitmachen? Warte mal. Bringt das was? Mögliche Bedrohung. Schau mir das mal an. Das bringt was. Chillig. Ein Luftschiff weniger, ein Problem weniger. Gut, dann können wir die nächsten Truppen versenden. Dahin. Vorrücken. So. So, meine nächste Mission, das ist Garland, Kings neuer Star. Okay. So. Leiten wir da mal hin. Hier sind wir Minen im Wasser. Okay. Ja. Warte mal. Muss los. Na, wir sind da oben. Ups. Oh nein, 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 nein. Ah, tut mir leid, Rico. Pack das ein bisschen rum. Nur ein bisschen, aber es packt rum. So. Hier haben wir noch ein paar Waffen. Nee, brauche ich nicht. Kümmer dich drum! Hey, nüchtere mal Charlie aus. Er soll noch ein paar Seiten schreiben mit Fröschen. Hey, da bist du ja, du Prachtbursche. Garland King, sicher kennst du mich. Nein, aber ich hörte, du kannst der Armee des Chaos helfen. Lass uns später drüber reden. Komm, gehen wir ein Stück. Rico. Ich liebe einfach alles an dir, Mann. Das Aussehen, der Swag, das Leder. Du bist ein Künstler, mein Freund. Der Da Vinci der Gewalt. Deswegen will ich dich für diesen Film. Ich verstehe nicht, was das mit... Die Details klären wir dann später. Hey, siehst du diesen abgewrackten Rostkübel da? Ja. Der soll förmlich durchs Wasser schießen! Weißt du, meine Stuntleute mögen zwar ordentlich was einstecken können, aber ihnen fehlt der künstlerische Touch, also hier. Nimm die hier. Und dann will ich das... Und dann... Details! Bring sie an dem alten Rostkübel an und schick das Baby in das große Trockendock im Jenseits. King, was soll das mit den Fröschen? Das hat nichts mit meiner Story zu tun. Hey! Einverstanden? Vermutlich könnte Perfekt. Ich... Perfekt! Wir schicken deinem Agenten eine Kopie des Vertrags. Du hast keinen Agenten. Wir besorgen dir einen. Wir werden es zusammen krachen lassen, Junge. Okay. Hey, Charlie! Vergiss deine Story, okay? Weißt du, das ist altes Zeug. Wir werden etwas machen, das es noch nie zuvor gegeben hat. Okay. Alles klar. Dann machen wir das eben, ne? So. Ich drück das Enterhaken-Menü. Dann auf 2. Also die Steuerung ist echt bescheuert, ey. Ganz ehrlich, die Steuerung ist echt scheiße bei dem Spiel. Und es ist echt kacke, dass man die nicht umbelegen kann. Also das nervt mich übertrieben, weil die Steuerung bei Just Cause 3 und 2 war komplett anders. Hier ist die komplett anders, diese Steuerung. Das ist echt nervig. So. Enterhaken-Menü. Ja, jetzt habe ich hier eine neue Konfiguration. Ja, bearbeiten. Sprocketen. Okay. Ja, jetzt sind Sprocketen ausgerüstet, richtig. Jetzt wohl alles bereit ist. Wir müssen das Tageslicht ausnutzen.
Gehen wir nochmal runter vom Schiff. Ja. Da sollen wir die platzieren. Nicht auch noch ein Wörtchen mitzureden? Ich habe eine Menge teurer Ausrüstung im Van, also lass nicht zu, dass sie ihn uns wegschießen. Fuck. Ah, na schön. Ich bin hierher gekommen, um meinen nächsten Film zu drehen. Mein Magnum Opus. Ja, gut. Ah, wirklich? Es sieht aus wie im Paradies, aber überall, wo man hinkommt, braucht man Genehmigungen. Und die kriegt man nur, wenn man zu Espinosa Telekom gehört. Und ich gehöre leider nicht zu Espinosa Telekom. Der Laden hier ist abgeschotteter als der Hintern einer Muschel. Ich liebe Solis. Das ist geil aus. Zentrale, wir haben einen Eindringling auf dem Gelände. Bestätigt. Ey, die machen sich Breakdance. An alle Einheiten. Ziel angreifen. Ziel wurde zuletzt auf dem Gelände gesichtet. Bereit. Wiedersehen. Richtiger Beyblade, Alter. Richtiger Beyblade. Das ist hier abgeht, Alter. Wieso steht da immer was auf der Straße? Aus dem Weg! Ich wünschte nur, ich hätte einen Kameramann im Wagen. Du leistest hier wirklich großartige Arbeit. Es ist eine Berufung, Sachen in die Luft zu jagen. Die meisten Leute tun nur so und lassen die Abteilung für Spezialeffekte den Rest erledigen. Ich mache das schon alles alleine, alles gut. Aber wir nicht, Rico. Wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Halte dich an mich, Kleiner. Wenn du in meinem Film mitspielst, wirst du ein echter Star werden. Okay. Solis wird dich lieben. Ach, die ganze Welt wird dich lieben. Wohin sind wir unterwegs? Ich bin auf dem Weg zum nächsten Dreh und du musst meinen Tod vortäuschen. Wir haben uns gerade erst kennengelernt und ich soll schon deinen Tod vortäuschen? Sei kein Spielverderber. Du hast es für heute doch fast geschafft. Gegner hat Angriffe eingestellt. Nimm meinen Van. Zieh die Aufmerksamkeit der schwarzen Hand auf dich. Easy. Verdammt. Schätze, ich sollte nach einem Außenposten der schwarzen Hand Ausschau halten. Lock sie weg und schrotte dann den Van. Sorg dafür, dass es aussieht, als wäre er durch eine riesige Explosion zerstört worden. So wollte ich immer abtreten. Okay. Soll das ein Witz sein? Über meinen Tod mache ich keine Witze. Lass es dramatisch aussehen. Bombastisch. Das sollte mir ein paar Stunden verschaffen. Bis später. Feindkontakt verloren. Neu formieren. Das kriegen wir hin, locker. Du wirst schon gut langsam. Obwohl 150 gehen eigentlich voll. Auf jeden Fall Leute, wenn euch der Part gefällt, dann würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Und jetzt wird der Van geschrottet? Ne? Ich meine, ist ja kostenlos, kostet ja nichts und so, ne? Außen würdet ihr das unterstützen. Ich bringe jetzt jeden Tag 3 Videos. Also ich versuche jeden Tag 3 Videos zu bringen. Wenn mir klappt das ganz gut. Hör zu, Baby. Ich weiß, du hast viel zu tun. Komm vorbei, wenn du Zeit hast. Ich habe noch mehr Arbeit für dich. Und es lohnt sich natürlich. Meine Leute melden sich bei dir. Ciao. Scheiße.
Hilf Garnet, ihr Opus zu drehen, okay? Wir haben hier mögliche Feindaktivität. Suche läuft. Nice. Gegner gefunden. Bin jetzt auf dem Rückweg. So, jetzt brauchen wir die nächste Mission. Da hake ich lieber nochmal nach. Bin unterwegs. Machen wir die Mission. Garland möchte eine coole Verfolgungsszene. Kannst du das Flugauto fahren? Bin drin, ne? Die Patrouillenwagen der Schwarzen Hand sind hinter dir her. Lass sie Staub fressen. Ich weiß, das wird episch, Mann. Ihr seid doch alle wahnsinnig. Gegner befindet sich in einem Landfahrzeug. Zentrale, wir werden angegriffen. Feindkontakt, verstanden. Feuer nach eigenem Ermessen. Einsteigen! Dann kann ich sagen, obwohl die Grafik ist geil. Also die bringt meine Grafikkarte auf jeden Fall in den Schwitzen. Ich habe eine 1070 drin. Übertaktet. Also selbst übertaktet. Und die schwitzt ganz ordentlich. Fuck! Ich hab aus Versehen. Ich hab aus Versehen Dingsens gedrückt, Leertaste, weil ich dachte, ich kann damit driften oder sowas. Hey Rico, hast du dich schon mit diesem Typen getroffen? Javi Huerta? Belastend. Noch nicht, aber mach ich. Die Steuerung ist echt anders. Also sie ist echt scheiße, muss man sagen. Die Steuerung ist wirklich scheiße von dem Spiel. Muss ich hin. Da ganz hinten, oh Gott, wo ist denn das? Ich finde das auch so dumm, ich finde das auch so dumm, dass man nicht M drücken kann, um die Karte zu öffnen oder Tab, sondern dass man halt 1 drücken muss, ne? Und wenn man in der Karte drinne ist, kommt man auch nicht durch Escape oder so raus, sondern man muss wieder 1 drücken, das ist total bescheuert.
passiert, ne? Passiert, würde ich sagen. Warum steht hier schon wieder alles? Ihr habt doch alles zerstört. Lull. Das muss man auch mal so checken. Alter, das Spiel ist echt hart verbuggt noch, ne? Muss man echt sagen. Allein, dass die Dialoge doppelt kommen irgendwie, keine Ahnung. Einmal links auf dem Ohr und einmal rechts auf dem Ohr. Komische Scheiße. Na gut, das Spiel ist auch erst seit heute draußen, oder eigentlich seit gestern. Aber trotzdem sind noch echt extrem viele Bugs drin. Das kenne ich gar nicht so krass von Just Cause. Also ich meine, klar, jedes Spiel hat mal Bugs so, ne, aber... Just Cause? Hm? Ist merkwürdig. Oh, die Grafik ist mega. Oh Gott! Warum öffnet er den Fallschirm denn nicht? Sorry. Ich bin schon wieder gestorben. Ja, immerhin kommen wir den Ziel näher, ja? Ich fühle mich so ein bisschen wie Spider-Man. Aber nur so ein bisschen. Nur so ein bisschen. Alles kommt, eins können wir wieder, okay. Gleich so. Hä? Das hat die ganze Zeit gefunden, jetzt nicht, oder was? So. Du musst Rodriguez sein, der Revoluzzer. Ja. Du musst Javi sein. Bin ich nicht, aber wir haben keine Zeit für Erklärung. Javi meinte, du kannst ihm den Kram bringen, den er braucht. Ach, hat er das? Die schwarze Hand hat sein Zeug konfisziert. Drüben, beim Wasserfall. Dann holen wir das mal raus, würde ich sagen, ne? Wenn du sie erledigst, kannst du seine Ausrüstung zum Grabmal von Zuma bringen. So, erreiche die Höhle. Okay. Das ist ganz einfach, ne? Dann machen wir einfach den hier. Das will ich doch gar nicht. Ja!
Oh fuck, falsche Waffe. Wir haben Munition. Jarvis Zugmotor. Ja, genau, stimmt. Den brauche ich ja, damit ich wieder enterhaken. Oh ja. Da kann ich wieder meine Lieblingsfähigkeit einsetzen. Kein weiterer Kontakt. An alle Einheiten. Da kann ich wieder meine Lieblingsfähigkeit einsetzen. Nice. Steht irgendwo, ich drücke 1. Herr Rodriguez, hier spricht Javi Huerta. Tut mir leid, dass wir uns nicht persönlich treffen konnten. So, 1. Da. Achso, warte mal, 3. So. Ja. Was für ein Mittel. Wir wollen immer das Beste, das Stärkste. Ja. So. Ich hoffe, das ist meine Zeit wert, mein Freund. Das ist es. Versprochen. Suche nach Feindbeenden. Nehmt eure Patrouillen wieder auf. Das ist vielleicht was, Javi. Ein Aquädukt. Mindestens 600 Jahre alt. Und seit seiner Entdeckung von der Schwarzen Hand unter Verschluss gehalten. Aha. Ich werde dir alles erklären. Versprochen. Im Flugzeug ist eine Karte. Da findest du meine Position. Ich hab deine Karte. Wo muss ich hin? Fangen wir lieber damit an, wo du herkommst. Dieses Aquädukt ist nicht ohne Grund hinter verschlossenen Türen versteckt. Seit Jahren sammle ich Beweise dafür, dass die Ureinwohner von Solis sehr viel weiterentwickelt waren, als man uns weismachen will. Aber die Espinosas mögen es nicht, wenn man ihrer Version der Geschichte widerspricht. Ich kam ins Gefängnis, meine Frau redet kein Wort mehr mit mir und mein Ruf ist ruiniert. Okay. Dein zwielichtiger Freund schien dich für ganz in Ordnung zu halten. Ich habe im Gefängnis Verbündete gefunden. Leute, die die Risse in der Fassade auch bemerkt haben. Jetzt helfen sie mir, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Und wofür brauchst du dann mich? So ein Ding will ich auch haben. Ich glaube, ich habe den Weg zu Otto Hornos Grab gefunden, dem letzten Herrscher über Solis. Bevor die Espinosas kamen. Von Bremen nach Köln fliegen sollen, das wäre schon was. Otto Hornos für zahlreiche Morde hingerichtet. Aber ich glaube, die Wahrheit ist viel komplexer und gefährlicher. Für wen? Die Espinosas und ihr Monopol. Wenn dieser Teil der Geschichte nicht wahr ist, was könnte dann noch alles falsch sein? Zur Arbeit fliegen. Geschichte, Verbrechenstatistiken, Wahlergebnisse. Die Wahrheit ist für die Reichen nichts weiter als eine Ware. Gibt man genug Geld aus, katsching, und schon wird die eigene Lüge zum Gesetz. Du hattest eine Menge Zeit zum Nachdenken im Gefängnis, oder? Du hast ja keine Ahnung. Du findest mich am Eingang der Zenote, wenn du da bist. Der was? Ach, das ist eine Höhle, oben auf dem Berg. Versuch mal zu landen. Das würde ich sagen, ist gut gelandet, ja? Da bin ich doch, da bin ich. Javi Huerta? Hast du alles bekommen? Ja, dein Versteck ist vorerst sicher. Willst du nicht die Waffe weglegen?
Das ist keine Waffe, Señor Rodriguez. Das ist ein Relikt. Eine Figur von Otto Rongo. 16. Jahrhundert. Und damit wolltest du mich schlagen? Schlagen? Ich wollte weglaufen, um sie zu beschützen. Sie ist sehr wertvoll. Ja, die schwarze Hand war sehr interessiert an deiner Sammlung. Ja, nun, die Wahrheit ist eine mächtige Waffe. Oscar Espinosa befürchtet, ich setze sie gegen ihn ein. Und du glaubst wirklich, dass das Zeug in Otto Rongos Grab mir hilft, Espinosa zu erledigen? Erledigen? Vielleicht nicht. Diskreditieren. Mit Gewissheit. Und das ist Otto Rongos Grab? Nicht doch. Das ist nur das Grab seines Dieners Sumac. Aber ich komme hier gerade nicht weiter ohne meinen Zugmotor. Hast du ihn dabei? Verstehe. Also gut. Legen wir los. Sie am uralten Hebel, okay. Dieses Objekt ist der Grund, wieso wir einen Zugmotor brauchen, Rico. Ich glaube, es ist irgendwie mit der unterirdischen Maschine verbunden. Ach, lol. Da kann man gar nicht so runter. Oder hat er die ganze Zeit in der Luft schweben? Benutz den Motor, um an dem Ding zu ziehen. Das klang nach irgendwas. Ich sehe was. Ein riesiger Kopf. Rico, folge ihm. Ich weiß jetzt schon, was das für ein Tag werden wird. Dieser Uma ist eine alte Statue einer wichtigen Persönlichkeit. Vielleicht schauen wir gerade in Sumacs Gesicht. Ravi, der große Typ und ich sind unten in der Höhle. Was siehst du? Im Boden ist ein Mechanismus eingelassen. Hat etwa dieselbe Größe wie der Kopf. Das ist ein riesiges Schloss, Rico. Und der Uma ist der Schlüssel. Kannst du ihn irgendwie mit dem Motor zum Mechanismus schaffen? Warum nicht? Irgendwas ist passiert. Eine Tür hat sich geöffnet. Das muss das innere Heiligtum sein. Dort schläft Sumac für alle Zeiten. Bitte, Rico. Da ist ein menschlicher Schädel mit einer Kerze drin. Zünde sie an und sei auf alles vorbereitet. Da steht etwas an der Wand. Und begraben. Es bleiben nur noch 5 Betten. Kannst du damit was anfangen? Nein. Klingt, als wäre es eine Zeile aus einem längeren Text. Es muss noch mehr geben. Wenn wir damit Espinosa schaden können, bin ich dabei. Gut. Bei anderen, die Otto Rongo nahestanden, wird es vermutlich andere Zeilen geben. Du solltest dir die Gräber seiner Familie und seiner Berater ansehen. Ich halte die Augen offen. Gut, hilft David, die Wahrheit aufzudecken. Suche und öffne die geheimen Gräber von Otto Rongos Familie und Beratern. Finde die alten Statuen und folge ihnen, um Javi zu helfen. Mehr über Solias in der Zeit vor den Epionas zu erfahren. Hilfst du Javi und seinen Kollegen, erhältst du Modpunkte, mit denen du deinen Zugmotor-Modus für den Endhaken freischalten kannst. Das ist nice. Werden wir das auch machen, auf jeden Fall, ne? Muss erstmal hier rauskommen wieder. Das ist wohl ganz easy. So. Was ist denn am nächsten dran? Schwebeheli-Stunt, okay, machen wir den. Doch nicht.
Dein einzigartiges Talent ist gefragt. Naja. Wir wollen diese Einstellung drehen, aber der Truck mit der Ausrüstung ist nicht hier. Okay. Und wir brauchen diese Szene jetzt. Kannst du unsere Stuntperson mit deiner Ausrüstung in den... Hast was gut bei mir, Mann. Wow. Der arme Typ. Der arme Typ. Gut. Warte mal, was machen wir jetzt noch? Ja, hier. Eine müssen wir machen, bevor wir Feierabend machen. Das ist 10 Kilometer weg. Gucken wir mal kurz auf der Map. Wir sind gerade hier. So machen wir das, okay. Sind wir relativ weit, ne? Ich bin bei Prospero Robotica. Du müsstest die Blaupausen an den Diagnosekonsolen auf dem Testgelände runterladen können. Okay. Das war eigentlich nicht der Plan, was ich machen wollte. Aber dann machen wir jetzt die Mission. Ja, Mission ist Mission. Wo sind diese Konsolen? Die Blaupausen für die einzelnen Drohnenmodelle müssten im jeweiligen Testbereich zu finden sein. Rico, schau dir diese Konsole an. Zurück auf eure Posten. Das Ziel ist verschwunden. Gott. Verdammt. Ich hasse Drohnen. Habe ich vielleicht jetzt meine Ruhe? Gegner hat Angriffe eingestellt. Haltet die Augen nach ihm offen. Ich hasse Drohnen, Leute. Ich hasse Drohnen. Also feindliche Drohnen. Hab die Blaupausen für PR-17. Siehst du, jetzt macht die Verschwörung sehr viel mehr Spaß. Ich glaube,
der Nische da ist, deine Konsole. Als ob es so einfach ist. Natürlich nicht. Scheiß Drohnen, Alter. Meine Fresse. Alter. Bis dann. Soll ich jetzt mal in Ruhe? Komm schon. Kein weiterer Kontakt. An alle Einheiten. Wachsam bleiben. Ich habe die Blaupausen für die PR-83 Kampfdrohne. Schön. Wo ist denn jetzt mal dieser Waffenkoffer? Da ist er. Nee. Oh, warte mal, wir machen kurz noch den Turm hier kaputt, würde ich sagen. Süß. Haben wir direkt mal ein bisschen Unheil hier, ne, würde ich sagen. SMG nehmen wir mit. Mit schon viel Munition. Die hat einen Raketenwerfer mit drin. Weil ja auch jede MP heutzutage einen Raketenwerfer mit drin hat. Ja, würde ich sagen, nehmen wir die. Konsole müsstest du die PAS-Blaupausen finden können. Prinzipiell sehr intelligente Raketen. Wenn Evi-Elektronen kommen. Feind befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Ja. Feindkontakt, verstanden. Feuer nach eigenem Ermessen. Was? Lull. Ist ein Selbstmorddrohne oder was? Oh, was? Aber das Lustige ist, ich bin ja auch nicht da rausgekommen, ne? Selbstmorddrohnen, Alter. Meine Fresse. Hier bin ich, Schatz.
Na, hier bin ich doch, Schatzi. Wo ist diese Missgeburt? Hä? Ach, da. Kein weiterer Kontakt. An alle Einheiten. Wachsam bleiben. So, jetzt haben wir noch den letzten Bauplan. Oh nein, nein. Zentrale, wir haben einen Eindringling auf dem Gelände. Bestätigt. Backt die rum oder so? Eindringling auf dem Gelände. An alle Einheiten. Habt die Blaupausen. Das wären dann alle. Mist, die Blaupausen sind völlig unverständlich. Müssen verschlüsselt sein. Im Fabriksystem gibt's einen Kodierungsschlüssel. Ohne den sind die Blaupausen nutzlos, die du gefunden hast. Stöpsel mich ein. Oh, stöpsel mich ein. Ich markiere dir einen Zugangspunkt, weiter unten auf dem Dach der Verwaltung. Gegner hat Angriffe eingestellt. Echt? Hat die Angriffe eingestellt? Kann man nicht so vor. So, wo muss ich jetzt hin? Da ist irgendwas in dem Untergrund. Das ist eine Lüge. Bin kein Eindringling, ja? Feindkontakt, verstanden. Feuer nach eigenem Ermessen. Kommen wir da, wo kommen die, wie kommen die darauf, dass ich... Gegner hat Angriffe eingestellt. Halte die Augen nach ihm offen. Izzy? Fahr den Transmitter hoch. Ich versuche, den Kodierungsschlüssel so schnell wie möglich zu finden. Nicht autorisierter Zugriff vom Haupttransmitter. Trennt die Verbindung um jeden Preis. Schickt jede einzelne Drohne los. Bringt den Turm zum Einstürzen. Sorgt dafür, dass der Transmitter nicht zerstört wird, Rico. Was? Wo? Status? Arbeite noch dran. Hab's fast. Vielleicht. Wo sind die Panzer? Pass auf, Rico! Ein Panzer ist auf dem Weg zu dir! Wo ist ein Panzer? Ich sehe keinen Panzer. Da bist du ja. Hab ihn. Download läuft. 10 Sekunden. Du musst diese Drohnen vom Transmitter fernhalten. Der wird nicht ewig durchhalten. Ist das ein Panzer? Und ich hab den Kodierungsschlüssel. Ich fange an, die Blaupausen zu dekodieren. Ja, nice. Okay, sobald wir diese Fabrik haben, können wir mit dem Bau unserer eigenen Drohnen anfangen. Gute Arbeit, Rico. Wir sprechen uns, Sargento. Kann den Gegner nicht sehen. Starte Suche. Feindkontakt verloren. Neu formieren. So, so steige ich aus. Okay. Was haben wir als nächstes denn geplant hier? Tempostunt. Hm. Stimmt mit Arbeiten, oder? Ach, da war der Panzer. Zentrale, Feindkontakt. Was? Was ist da los? Digga, die rasten ja richtig aus.
Die rasten ja übelst aus. Easy, würde ich sagen, ne? Gut. Was machen wir denn jetzt? Tempostanz, ich will was Vernünftiges. Ich will was. Wingsuits, okay. Ne, das will ich nicht. Flieg mit dem Wingsuit unter 9 Sekunden. Nein. Ja, dann machen wir das eben. Komm. Wir versuchen es, sagen wir es mal so. Dann geht's los. Da aus geht's los. Wow. Muss los, Bruder. Ja, wie soll ich denn das machen, wenn die drüben nicht mehr angezeigt? Ich mach diese scheiß Mission nicht. Ich mach die nicht. Ich mach jetzt hier erstmal dingstens einen Cut. Das ist 50 Minuten Aufnahme, das reicht, glaube ich, auch. Wir sehen uns dann gleich wieder, ja, beim nächsten Video halt. Wie komme ich hier raus? Wie gesagt, die Steuerung ist echt scheiße. Scheiße. Also sehr gewöhnungsbedürftig, dass man sich umbelegen kann, ist echt scheiße, wirklich scheiße. Naja, gut. Auf jeden Fall, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Haut rein, ciao, ciao.